Hallo miteinander. Mensch, heute bin ich verrichtig, Schaffner. Bei mir ist in der Küche der Auslauf und der Siphon ausgelaufen. Da habe ich bei der Hausverwaltung angerufen. Da sagen die zu mir, sie schicken mir einen Facility Manager vorbei. Da habe ich zu denen gesagt, ich brauche doch keinen Manager, ich brauche einen Handwerker. Da haben sie gesagt, ja, das ist schon in Ordnung, sie schicken mir den Facility Manager, der wird es mir schon richten. Ja gut, habe ich gewartet. Na, denke, na, bin ja mal gespannt, was da für ein Heini vorbeikommt, gell. Was meinst du, wer geklingelt hat? Der Hausmeister hat an der Tür geklingelt. Der Hausmeister ist jetzt unser Facility Manager. Na ja, gut, man muss sich langsam dran gewöhnen, gell. Es gibt ja keine Internetseiten mehr, sondern Blogs. Na, und ach Gott, so viele in Schweinfurt gibt es eine Bäckerei, die heißt Back Factory. Und aber die vielen Wörter, was da allerweise so gibt in Englisch oder Denglisch, wie man ja allerweise sagt, gell, man weiß ja schon gar nichts mehr, was die teilweise bedeuten. Ne? Habt ihr da schon mal Gedanken drüber gemacht? Na? Manchmal nimmt man die einfach so hin, weil man eben weiß, es ist das oder so oder ist das, aber man weiß gar nicht mehr so richtig, was die überhaupt für Bedeutung haben. Ne? Oder wenn man Bewerbung schreibt, ne? Dann reichen sie mal ihren Vida ein. Ha, den Vida soll man einreichen. Sie wissen ja, gell, das ist der Lebenslauf. Sag, was sagst du dazu? Ja, mein Kater ist das gewesen. Na, den Vida. Ja. Aber da muss man schon Englisch können, gell, wenn man sich in Deutschland zurechtfinden will. Na, ohne Englisch kommt es in Deutschland nichts mehr über die Runden. Na, denk nochmal drüber nach. Überall, wo sie hinkommen, na, oder wo du hinkommst, na, Englisch, Englisch, Englisch. Na. Wo bleibt denn da unergute alte deutsche Sprache?